Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Fritz und Fertig 3 und wahrscheinlich auch zum letzten Part. Okay, im letzten Part haben wir die Wahrsagerin kennengelernt, die uns ein paar sehr gute Tricks gezeigt hat, wie man umgeht mit der Wahl seiner Züge und nicht so voreilig zieht vor allem und dann auch abwägt, ist der jetzt gut, ist der schlecht. Es waren schon gute Tricks bei und ich habe mir die damals auch aufgeschrieben und habe die so ein bisschen gelernt. Doch dann, wo es dann später wurde, habe ich dann immer so meine eigene Variante entwickelt, wie ich an so Stellungen rangehe. Und man kriegt auch ein Gefühl dafür. Ja, und falls euch das interessiert, könnt ihr am letzten Part einschalten. Aber jetzt geht's los gegen König Schwarz, denn wir haben gewettet. Alle weißen Kuscheltiere gegen alle lilanen. Wenn wir gewinnen, bekommen wir alle Kuscheltiere. Wenn er gewinnt, bekommt er alle. Das heißt, wir sind gezwungen zu gewinnen. Und dazu kommt noch Zeitnot, denn jeder hat 10 Minuten Zeit. Welche Eröffnung spielen wir? Ich denke mal, wir werden Spanisch spielen, denn im Eröffnungslabyrinth war Spanisch ja da. Und wir werden es einfach mal spielen, denn wir haben uns ja eine Variante angeguckt und wissen, dass die schlecht ist. Aber ich wollte tauschen. Aber das macht nichts. Ich muss aufpassen. Weil wenn er D6 spielt, dann kann er B5 Läufer, B3 und Springer A5 mein Läuferpaar gewinnen. Das möchte ich nicht. Deswegen spiele ich C3. Okay, Rochade. Wir werden es ganz ruhig spielen. Ich denke mal, ich gehe direkt nach C2, oder? Ja, ich gehe direkt nach C2. Es gibt natürlich auch welche, die zuerst nach B3 gehen, aber Springer A5, Läufer C2, C5 sehe ich keinen Sinn drin und deshalb spielen wir es so. Ich werde doch direkt mit D4 spielen. Springer E7 sehe ich jetzt nicht den... Warum er nicht nach F6 gegangen ist, weiß ich jetzt nicht wirklich. Aber das soll mich ja nicht stören. Läufer G5 sieht interessant aus, denn wenn er F6 spielen muss... Dann hat er sich geschwächt. Was? Er öffnet die Stellung, obwohl wir besser entwickelt sind. Das heißt, wir können jetzt D5 nehmen. Dame D5 und nehmen E5. Nee, wir nehmen zuerst E5. Nimmt E5, Springer E5. Dann nehmen wir D5. Dame D5. Nee, wir nehmen E5, Springer E5. Läufer E7, Läufer E7 und dann nehmen wir D5. Hier muss mehr Platz her. Wenn er E4 nimmt, können wir Dame D8 spielen und Läufer E4. Ha! Das habt ihr nun davon! Den wollten wir sowieso versteigern. Und dann nehmen wir D5. Müssen jetzt nur noch ein bisschen aufpassen. Wir haben immer noch Läufer E4 zur Not vielleicht. Ich weiß nicht, ob er F5 spielen kann, ja. Dame D4, was ist das eigentlich? Ne, dann kann er F3 nehmen. Läufer E4, F5, H3, F, E, H, G, ist nicht E. Mit Dame E2. Okay, ich möchte ungern den Bauern wieder hergeben, deswegen werde ich den decken. Schlägt D6, Dame D1, Turm D1, Turm D1, Dame D1, Turm D1, Springer F3, G F3, Läufer F3, C7, Turm D1, Läufer D1, König D7, Läufer F3.
Vielleicht nimmt er auch einfach wieder. Schach! Ihr habt verloren! Auszeit! Okay, Dame E2. Jetzt hängt E7. Okay, den nehmen wir raus. Okay. Er schenkt uns einfach eine Figur. Ich glaube, wir können Läufer D5 spielen. Ja. Ah ja, okay, den hat er noch. Oh, du Armer. Schach. Also wir haben ihn am Schlawittchen. Jetzt versuchen wir noch unseren Turm ins Spiel zu bekommen. Und was sagt ihr nun? Guten Appetit, alle essen mit. Rundturm A6. Den können wir raus. Dame E7, König G8. Dame E8, Turm E8, Turm E8, Matt. Und wir haben gegen König Schwarz gewonnen. Damit haben wir alle schwarzen und lilanen und weißen Kuscheltiere. Gewonnen! Die lila Kuscheltiere gehören uns! Da werden sich die armen Könige aber freuen. Verflixt, verflixt, verflixt! Was habe ich nur falsch gemacht? Das kann ich dir sagen. Du hast gegen uns gespielt. Oh yeah! Ihr seid die größten Kinder. Alle Könige haben ihre Kuscheltiere wieder. Es freut sich ein jedermann, weil er jetzt wieder kuscheln kann. Hey, da ist ja auch der Flo von Fred. Nanu, was ist das denn? Hey, das juckt! Und so hat jeder, was er verdient. Ihr wisst ja, wie es ist. Am Ende gewinnen immer die Guten. Jetzt hat er mich auch noch in den... Ach, verflixt! Es war einmal ein König. Der hatte einen Flo. Der kratzte ihn nicht wenig. Vor allem am Popo. Komm, Fritz, lass uns noch mal ein bisschen Kuscheltier-Karate-Schachduell-Dingsbums-Irgendwas spielen. Nur so, zum Vergnügen. Gute Idee. So, wir versuchen noch mal. Was meinst du, Bianca? Einen herauszufordern. Gegen wen wollen wir spielen? Gegen Fred oder König Bunt? Gegen einen Freund oder gegen König Schwarz? Also ich finde die Kuscheltiermannschaft super süß. Entscheide du. Was ist das denn? Wir freuen uns schon. Oink, oink, quiek, quiek. Such dir aus, mit welcher Farbe du spielen willst. Schwarz. Willst du mit der Uhr spielen? Wenn ja, kannst du hier auch angeben, auf welche Zeit sie eingestellt sein soll. Wir machen Blitz. Damit es losgehen kann, musst du die Uhr noch starten. Okay, wir spielen gegen die Kuscheltiermannschaft. Ja, warum nicht? Hey, schau mal nach deinem Springer. Ja, damit hätten wir auch das Fritz und Fertig 3 jetzt durch.
Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Wir werden jetzt hier noch die Kuscheltiermannschaft fertig machen. Bei meinem Zug hängt's immer, das ist ja unfair. Ja, bei meinem Zug hängt's immer, das ist unfair. Ich denk mal, er wird C6 jetzt nehmen. Pass mal auf deinen Springer auf! Okay. Die Kuscheltiermannschaft spielt komisch. C6 schlägt schlecht. Dame D8, dann Springer. Aha. Okay. Spielen wir A6. Gar nicht so einfach. Ich möchte natürlich die Stellung öffnen. Mache ich auch jetzt. Denn sein König ist ganz schön im Kreuzfeuer da. Wenn du deine Dame behalten willst, würde ich mich mal um sie kümmern. Okay. Springer F3, GF3. Oder ich nehme B2. B2. Jetzt wird er übermütig. Einen für Mama, einen für Papa. Ich kann Dame C1 spielen. Dame C1, Dame C1, Springer D3. Oder Springer D3 direkt, Dame D3, Dame C1. Ja, das sieht mir besser aus. Kuckuck, Schach. Ich möchte nämlich nicht die Damen tauschen. Ah, jetzt ist sogar matt. Und das war der letzte Zug. Schach, cool. Matt. Ja. Dann spielen wir nochmal gegen Fred. Willst du dich mit mir messen? Na dann los. Mein Rivale. Okay, Fred, wir nehmen Weiß, wir möchten. Und 10 Minuten. So. So, Fred, jetzt aber. Wir machen die sowas von platt. Und du sollst ruhig sein. Jetzt spielen wir die ab. Ne, komm. Ich fand die Partie eben gut. Wir machen das so. Die Partie hatte mir gefallen von eben. Ich glaube, genau, warte mal, Rochade, C3 und dann D5 wäre Marschall.
Springer A5 kommt gleich. Ja, hier gibt es jetzt verschiedene Züge. Ich glaube D4, D3, A4. Ich werde es mit D4 spielen, weil ich mag halt dieses Zentrum. Mir gefällt das immer, wenn ich das hab. Oh, jetzt hängt E4. Ah, ne, hängt schon nicht, ne? Zumal CD, Springer, E4, Läufer, D5. Soll ich mit dem Läufer einfach nehmen? Ne, ich nehme den Bauern. Schwuppdiwupp. So, Fred. Irgendwie fühle ich mich wohl im Spanier, ich weiß auch nicht. Aber mir gefallen diese Stellung. Und droht da irgendwas? Ich wüsste jetzt nicht, was er droht. Okay, die A-Linie, die nehme ich. Warum hat er das gemacht? Verstehe ich nicht ganz. Dame D3. Dann hängt B5 und ich drohe Läufer F6, E5. Drohe ich jetzt, warte mal, Läufer F6, Läufer F6, E5. Er nimmt irgendwie auf E5. Dame H7, König F8, Dame H8. König E7. Was, wenn ich einfach B5 jetzt nehme? Achso, dann hängt C2. Okay, Läufer F6, Läufer F6, E5. Sagen wir mal DE5, Dame H7, König F8. Oder Springer D2. Oder, das weiß nicht. Ach komm, ich mach das. Der ist sowas von weit raus, sein König. Da haben wir H7. Und ab mit dir. Dame F3. Ach so, ich muss sowieso mit dem Bauern gehen. Adieu, Karate! Tu mal was! Du stehst nämlich im Schach. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall dieses Bombenfeld E4. Welches wir auch nutzen werden. Und C8. Okay, was ist mit Läufer F5? Der geht doch gar nicht dazu. Läufer C8. Springer A1. Dame H8, König E7, Springer D5. Habe ich die Dame gewonnen. Fred, erzähl keinen Scheiß hier. Ja.
Er erzählt Scheiße, aber das macht mir nichts. Ein Schach in Ehren. Leute, wir gewinnen gegen Fred. Hier muss mehr Platz her. Und weg damit. Jetzt nutzen wir die weißen Felder noch aus. Los, wehr dich, du Feigling. Schach! Matt im Nächsten. Schach und Matt. So, Fred, da haben wir dich. War eine schöne Partie, oder nicht? Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Projekt dabei sein werdet. Es ist sehr lehrreich, das ist Fritz und Fertig. Und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Und ja, bis zum nächsten Projekt. Haut rein. Ciao.